Ich wäre gern darüber gestorben. Sie war Tupper-Vertreterin. Eine kleine Frau, schmale Füße und Hände. Pechschwarzes Haar. Nicht die schönste, aber sehr nett. Sie hatte Kinder und war 30. Aber sie war eine anständige Frau, trotz allem, was passiert ist. Ich saß im Zimmer, als es an der Tür klingelte und sie draußen stand. Sandra Winz. Sie sagte, sie hätte ein paar Sachen für meine Frau. Ich habe ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Ein bisschen Mandelsplitterkonfekt für Marie. Und Bonbons für die Kinder. Danke. Vergiss es nachher nicht, wenn du wegfährst. Wie geht's Marie und den Kindern? Denen geht's gut. Naja, es wäre einfach unhöflich gewesen, sie draußen stehen zu lassen. Sie kommt rein und ich sage einen kleinen Moment bitte und gehe, um meine Brieftasche zu holen. Machen Sie sich bitte keine Umstände, sagt sie. Sind keine Umstände, sage ich. Ich muss meine Brieftasche sowieso suchen. Sie lachte und ich sah ihre Zähne. Ich weiß nicht, was in dem Moment über mich gekommen ist, Bernd. 61. Erwachsene Kinder, ich wusste es doch besser. Die Frau war halb so alt. Jeder macht mal einen Fehler. Sie hat zwei Jungen. Ungefähr ein Jahr auseinander. Sie hat mir ein paar Bilder gezeigt. Aber egal, sie setzt sich aufs Sofa und fragt, ob ich eine Zigarette habe. Ich halte ihr ein brennendes Streichholz hin. Aber ich sag dir, Bernd, mir haben die Hände gezittert. Davon brauchst du mir nichts zu erzählen. Meine Damen und Herren, im Platz 8 geht jetzt ein. Der ist jetzt was offen. Sie lachte über etwas, was ich gesagt habe. Und dann fragt sie, ob ich den mit dem Schuhverkäufer kenne, der bei der Witwe klingelt. Wir lachen beide. Und dann erzähle ich einen schlimmeren. Eins ergibt das andere, verstehst du? Naja, und dann habe ich sie geküsst. Ich spüre, dass ihre Zunge in meinen Mund will. Da kann einer dauernd alle Regeln beachten und plötzlich gilt das alles nicht mehr. Aber es war eben nur vorbei. Danach sagt sie, ich glaube, sie müssen mich wie eine Hure halten oder sowas. Und dann geht's ja einfach. Danach habe ich regelmäßig diese Frau getroffen. Aber du weißt ja alles. Ich weiß nur, was du mir erzählst. Weißt du, was noch wichtiger ist, als dass deine Mutter mich verlassen hat? Wir lagen einmal im Bett. Also wir lagen nur da und redeten. Als wir ein Auto vorfahren hören und an der Tür schlägt. Mein Gott, sagt sie, das ist mein Mann. Ich muss völlig ausgerastet sein, als er die Haustür aufmacht. Jedenfalls, ich springe. Ich bin einfach durch ihr Panoramafenster gesprungen. Mitten durch die Scheibe. Und bist du entwischt? Ist er dir nicht hinterher? Langsam los. Und wohnt sie noch in Pasing? Die Frau? Du hast doch keine Ahnung. Du weißt nichts. Außer wie man Bücher verkauft. Oh Gott, entschuldige. Der Mann ist völlig zusammengebrochen. Er ging zu Boden und hat geweint. Nein, du musst deinen Zug kriegen. Ja.
Sie haben Ihre Tüte vergessen. Boah.